Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 3, mal wieder auf Omega, seit langer, langer Zeit, also der letzten Aufnahme, sind wir wieder auf Omega und wollen das Cerberus aus den Klauen reißen. Ja, natürlich Wie werde ist ich der angegriffen. Flottenstatus? Landen noch im Bunker. Feind draußen halten, abriegeln, sofort! Schutztüren runterlassen! Schutztüren runterlassen! So. Ich weiß nicht, will ich eine andere Waffe haben? Oder ich hierfür. Macht etwas weniger Schaden, dafür eine etwas höhere Kapazität. Feuergeschwindigkeit ist dafür niedriger. Schaden deutlich niedriger. Blöd! Das ist alles doof. Wenn ich hier den Schaden hier rausnehme und dafür das bessere Visier einpacke. Dann ist mir das auf jeden Fall lieber, weil ich die Leute auch durchs Feuer beschießen kann. So. So, die Waffen noch modifizieren hier. So machen wir das. Schade, dass ich ihre Skillpunkte jetzt nicht noch vergeben lassen kann. Das. Wobei, doch kann ich. Haha. Gruppe. Für mich nicht, aber die gute Dame darf bitte ihren Scheiß mal verteilen, damit sie eine echte Hilfe ist und nicht bloß mitläuft. Wir fallen dem Feind in die Flanke und lenken ihn von ihnen ab. Bodenteam verteidigen. Wie denn, wo denn, was denn? Ja, so wohl nicht. Elevator. Doch Schwachsinn. Ich komme da gar nicht durch.
soll ich denn da durchkommen? Wir sind in unserer Flanke. Omega gehört mir. Ich bin wieder da, ihr Arschlöcher. Scheiß Mixer mal kaputt machen hier. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Ach, Mistviech. Kreislich. Wir finden ihn. Achtung, Feind! Oh. Und dein scheiß Nebel. Sie den Techniker. Der ist da hinten, okay. Erledigt. Kanonen werden initialisiert. Aria, die Kanonen müssen manuell bereit gemacht werden. Wird gemacht. Schloch. Die Kanonen müssen immer noch manuell bereit gemacht werden. Konzentration auf den Atlas! Hör doch mal auf zu laufen hier. Die Kanonen müssen immer noch manuell bereit gemacht werden. Ja, entspann dich. Kanonen feuern! Gehen Sie zur Schutztür! Ah.
Das schaut ungesund aus für Cerberus. Ja, das schaut definitiv ungesund aus. Hübsche Dinger. Sie werden die Truppen des Generals eine Weile auf Distanz halten. Gehen wir rein. Bunkerteam, Brücke einziehen und Schutztür unterlassen. Wir kommen rein. Alles Soldaten gegen die Reaper, die ich hier verliere, aus unnötigen Blödsinn, weil der liebe Unbekannte einfach Karl Shepard nicht auf seiner Seite haben will. Der muss auch mit den gegen uns spielen, der Kackaffe. Aria, ich weiß, das hier ist eine Festung, aber der General weiß Bescheid. Ist sie noch sicher? Wir sind hier auf dem Präsentierteller. Ich habe nicht vor, rumzusitzen. Und Sie sollten wissen, dass ich alles in Erwägung ziehe. Und was das angeht... Nyrene, du hast Omega voller Wut verlassen. Ich wusste nicht, dass du zurück bist. Warum? Ich war nie weg und habe alles versucht, das vor dir zu verheimlichen. Das ist nicht einfach. Gut gemacht. Aber warum? Ich konnte einfach nicht weg. Heute wünschte ich, ich wäre gegangen. Nun, du hast immer gesagt, ich wäre dein Tod. Nyrene ist militärisch ausgebildet und kann uns nützlich sein. Ziemlich vertrauensselig, was, Shepard? Ich vertraue dir schon. Nyrene hat Omegas, wie hast du es genannt, moralischen Bankrott immer gehasst. Willst du ihn jetzt verteidigen? Jedenfalls will ich diese Station befreien. Du bist aus der Übung, schießt aber immer noch gut. Melde dich beim Diensthabenden. Bray, beobachten Sie sie. Sofort. Okay, Shepard. Wir müssen uns beeilen. Ich will meine Rache. Das mag sein, dass du deine Rache willst. Ich will dein Zeug. Wenn Sie glauben, ich lasse zu, dass Sie hier eine blutige Schneise schlagen, irren Sie sich gewaltig. Und wenn Sie glauben, mich ändern zu können, dürfen Sie es gern versuchen. Sobald der Bunker in Betrieb ist, haben wir Aufklärung und geheimen Zugang zum Großteil der Station. Ich würde es begrüßen, wenn Sie alles überwachen, damit die Vorbereitungen reibungslos verlaufen. Was werden Sie tun? Nach meinen Truppen sehen. Ich muss wissen, wie viele überlebt haben, bevor ich den Angriff plane. Dauert nicht lange. Kommen Sie zu mir zur Steuerkonsole, wenn Sie bereit sind. Okay. Wir haben ja hier jetzt eine nette kleine Basis auf Omega. Alles geräumt. Shepard? Ja? Cerberus weiß, dass wir hier sind. Wir richten Schichten für den Kampf ein. Also achten Sie auf die aktualisierten Dienstpläne. Außerdem haben wir einige Nachschublieferungen verloren. Was ich damit sagen will, jeder verdammte Schuss zählt. Sobald wir in andere Teile der Station vorgedrungen sind, werden einige von Ihnen nach Vorräten Ausschau halten. Mit etwas Klugheit und Engagement gehört Omega in kürzester Zeit wieder uns. Naja, werden wir sehen. Da wird gearbeitet. Mensch! Kotz mich nicht so seitlich ins Ohr. Verdammt! Ich krieg's nicht hin. Was kriegst du nicht hin? Wo liegt hier das Problem? Die Stromwandler haben Kurzschlüsse. Ich habe versucht, sie zu umgehen, aber das geht nicht. Wahrscheinlich liegen irgendwo auf Omega noch welche rum.
Wenn Sie also auf ein paar Kiriwandler stoßen, bringen Sie sie hierher. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Die Waffenstation, nein. Arya möchte mit Ihnen sprechen. Du hast recht. Ach, ich gebe auf. Neue Wandler sind die einzige Lösung. Ruck? Ruck, bist du da? Ich schwöre dir, wenn du nicht gleich antwortest. Endlich. Wo bist du? Du weißt es nicht? Im Ernst? Zieh dir doch einfach die Pläne der Station auf deinem Universalwerkzeug an. Mhm. Was meinst du damit? Das ist eine gute Idee. Dein Werkzeug ist kaputt. Das ist blöd. Das ist nicht gut. Ich... Stimmt, das hilft dir nicht weiter. Pass auf, ich lotse dich zurück zum Bunker, okay? Du kannst das? Dann mach mal. Sir, leite Systeme um. So, erstmal hier noch mit schauen. Können Sie mal kurz Zeit haben, Commander? Weiß ich noch nicht. Was ist? Ich wurde beauftragt, für mehr Kontrolle dieser Zentrale über die Betriebssysteme von Omega zu sorgen. Ich habe die Überwachung auf zahlreichen Decks gehackt, mich in verschiedene interne Kommunikationskanäle eingeklinkt. Aber mir sind Grenzen gesetzt. Es gibt Terminals in den Bereichen, die Cerberus kontrolliert und... Naja, wenn Sie darauf Zugriff bekämen? Wenn Sie diese Terminals finden, bekäme ich durch simple Eingabe eines Codes Zugriffsprivilegien und damit mehr Einfluss auf die Systeme der Station. Okay. Kann ich machen. Gut. Ich behalte hier alles im Auge und gebe Ihnen Bescheid, wenn meine Codes aktiviert sind. Danke. Bitte, bitte. Die Vorräte werden knapp werden. Wenn wir die Lieferung nicht verloren hätten. Sie meinen, wenn wir das Schiff nicht verloren hätten? Und die Leute? Ja, sicher. Das auch. Dieser Bereich ist noch ungesichert. Momentan kein Zutritt, Kommandant. Aha. Das war's. Alles, was wir haben, ist einsatzbereit. Es ist... Gut. Also, Hacker helfen und, Trans-Dingster finden. Es, wie sieht's aus? Alle Systeme funktionsfähig. Komplette Omega-Pläne kommen jetzt online. Sehen wir es uns an. Aha, diese Kraftfelder, Shepard. Der General hat sie überall installiert. Er kontrolliert die Zugänge auf der ganzen Station. Was sind diese dunklen Bereiche? Viele Sektoren von Omega haben keinen Strom. Ich wette, er wird abgezweigt, um die Kraftfelder zu betreiben. Finden Sie die Quelle. Priorität 1. Und wir brauchen einen taktischen Überblick über sämtliche Cerberus-Stellungen. Wird erledigt! Shepard, es gibt Arbeit. Unsere Verluste waren beträchtlich. Wir haben keine Armee mehr, die groß genug für Cerberus wäre. Tja. Dann brauchen wir Verbündete. Passiert mir ständig. Wir wissen, dass es noch eine aktive Gang gibt. Die Talons widersetzen sich der Besatzung. Nicht meine erste Wahl, aber mehr haben wir nicht. Ach ja, na, super. Wieder dann spielen wir mal aussichtslose Verhandlungen. Und wenn der aktuelle Anführer nicht will, dann eben der nächste. Verzeihen Sie die Störung. Was ist? Ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um Vorräte abzuladen. Als ich wieder hinsah... War sie weg. Naja, ich... Alles ist abgeriegelt. Sie muss ja irgendwo sein. Dieser Bunker hat geheime Zugänge zu anderen Bereichen der Station. Und leider kennt Nyrene sie. Verdammt, Bray, wenn ich nicht schon zu wenig Leute hätte. Konzentrieren wir uns darauf, die Talons an Bord zu holen. Ich treffe Sie am Ausgang der Waffenkammer, wenn Sie bereit sind. Lassen Sie mich nicht warten. Hör auf zu drängeln! Halt nach Steuerpulten Ausschau. Ich gleiche das dann mit meinen Stationsplänen ab, um rauszufinden, wo du bist. Ich... Ach, was, was? Neue Wandler sind die einzige Lösung. Ja, ja. Wir müssen Zeit im Wandel. Danke. Okay, Gebiet verlassen. Ja, ich denke mal, ich bin soweit
nicht unbedingt glücklich, aber zumindest zufrieden. Kryostrahl habe ich schon. Überlastung, Aufleitung, Schaden. Machen Sie schwächere organische. Was? Kurzzeitig handlungsunfähig? Nein. Was haben wir denn hier drüben? Schön 15% trifft ein Ziel mehr innerhalb von 8 Metern, verursacht aber 60% weniger Schaden. Erhöht Schaden gegen Barriere und Schilde. Okay, Barrieren und Schilde. Okay, und dann ist das hier ein kurzfristiger Stil. Dann nehmen wir den. Mit den zwei kannst du nichts anfangen. Okay, alles klar. Was verbindet sie mit dieser Gang? Einige für beide Seiten profitable Geschäfte und ein bisschen Gewalt. Bis zur Seuche von 2185 hatten wir die Talons nicht mal auf dem Schirm. Ihr kleiner Krieg gegen die anderen Gangs hinterließ ein Vakuum. Das wollte ich nicht. Ihr Anführer Darius nutzte die Situation aus und verschaffte den Talons ein größeres Stück vom Drogenhandel. Rekrutieren wir sie, weil sie gut sind oder weil wir mehr Leute brauchen? Sie sind Kanonenfutter. Wir benutzen sie, weil es hier sonst niemanden gibt. Werden Sie ihnen das auch sagen? Ganz ruhig, Shepard. So läuft das eben auf Omega. Überlassen Sie mir das Reden und... Na super. Wir müssen uns wohl durch Cerberus kämpfen, um zu ihnen zu kommen. Das ist dann nichts los. Neues. Commander, Cerberus Aktivität in ihrem Gebiet bestätigt. Ich versuche, ihr Kommsystem zu hacken. Seltsam. Warum sollten sie Kisten mit rotem Sand einfach so rumliegen lassen? Vielleicht hatten sie etwas Wichtigeres zu tun. Nicht Darius. Den interessiert nur der Profit. Alles andere kann verbrennen. Ist hier noch was? Nein, schaut nicht so aus. Einer dieser Luftschächte müsste ins Gebiet der Talons führen. Das Terminal ist aktiv. Danke, Commander. Okay. Ich will diese Mod haben, die da drauf ist. Waffenupgrade erhalten, Sturmgewehr, Hochgeschwindigkeit, Trallerblock. So, und jetzt können wir gerne weitergehen. Hier keine Taschenlampe. Er ist hier. Ich habe die Cerberus-Com gehackt und schalte sie jetzt zu. Greife Feinde an! Nein, tust du nicht. Nein, brauchst du nicht. Strom ist abgeschaltet. In der Nähe müsste ein Schalter für den General
Okay, erst Schalter für den Generator. Sieht aus, als hätten sie damit die Arrestzentren beobachtet. Okay. Aria, dazu sagst du nichts, oder was? Missionsbericht. Wir haben diesen Ort jetzt fast vollständig ausgekundschaftet. Die Überwachungsdrohnen deuten darauf hin, dass das Internierungszentrum in etwa demjenigen entspricht, das wir uns als letztes vorgenommen hatten. Allerdings ist irgendetwas komisch an den Patrouillenmustern, die Anzeige ausspuckt. Ich empfehle eine weitere Beobachtungsrunde, bevor wir versuchen, die Zivilisten rauszuholen. Ha. Okay. Dieser Turm ist der Talon-Außenposten, zu dem wir wollen. Sieht aus, als würden die Talons wirklich ihr Bestes geben. Wir wollen auf irgendeinen Turm hoch und dafür gehen wir irgendwo runter. Klingt nicht immer logisch, aber das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht. Sie sind zum Ziel gekommen. Das Prioritätsziel ganz in ihrer Nähe. Ihre Truppen werden Ihnen auf dem Weg zum Talon Außenposten begegnen. Verstanden. Damit war ja zu rechnen irgendwo. So. Ja. Schön langsam umschauen. Den Bereich durchsuchen. Okay, schön langsam eins nach dem anderen. Mein Einfluss auf die Systeme der Station ist soeben um 77% gestiegen, Commander. Danke. Keine Ursache. Haben wir hier noch was drin? Datenpad mit Geld und eine Kaffeemaschine. Wir haben sie. Jetzt nicht nachlassen, Leute. Habt ihr nicht? Kürze. Ja, okay. Danke, Kumar. Bitte, wer bist du und
Ich kann jetzt die feindlichen Bewegungen in den Sektoren 4 bis 12 überwachen. Ausgezeichnet. Das freut mich. So. Fahrstuhl benutzen. Na gut. Bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, oder? Wie seht ihr das? Och man, mach schneller. Landeplatz gesichert. Kommt vor. Ja, ich hoffe, da liegt wieder ein bisschen Munition rum. Jawohl. Schalten wir erstmal das Ding da aus. Was kaputt gemacht hier. Was haben wir hier? Ach, den Generator. Sie dürfen nicht durchkommen. Sie dürfen nicht durchkommen, hat er gesagt. So. Ach, da geht's weiter, okay. Feinde nähern sich. Gebiet abriegeln. Nix da. Wenn hier einer riegelt, dann bin ich das. Antworte! Letzte Chance, Talons. Antwortet, oder? Was so? Zurück! Das glaube ich nicht. Kümmern Sie sich um die Verwundeten und bergen Sie, was geht. Wir müssen schnell hier weg. Ihr habt den Boss gehört. Bewegung! Wir haben den Anführer der Talons gefunden. Na sowas. Nyrene. Du steckst voller Überraschungen. Arya, die Täuschung war notwendig. Ich musste rausfinden, wie deine Pläne aussehen. Die Leute auf Omega brauchen uns. Ich konnte nicht riskieren, unsere Operation zu gefährden. Nicht gerade das Standardvorgehen einer Straßengang. Als Cerberus einfiel, waren die Talons ein Chaos.
Ich brachte einen neuen Kurs. Seitdem jagt uns der General. Im Moment greift er einen unserer Außenposten an. Und da muss ich jetzt hin. Na super. Wir sind hier fertig, Boss. Okay. Arya, Commander Shepard, was immer Sie hier wollen, die Antwort lautet nein. Sie finden sicher alleine von hier weg. Wir sind hier, um zu helfen. Wir reden an Ihrem Außenposten darüber. Ein großzügiges Angebot. Arya, spricht der Commander auch für dich? Ich hätte es anders formuliert, aber im Grunde stimmt es. Also gut, dann folgen Sie mir. Yeah, folgen ist eine gute Sache, dafür ist dann der Abonnieren-Knopf da und man kann auch das kleine Glöckchen drücken und normalerweise sage ich das überhaupt nicht, aber sie hat hier gerade das Stichwort gegeben. Haltet die Klappe, Mädels, hört auf hier rumzuzicken, ich rede jetzt. Und zwar sage ich, die Folge ist zu Ende, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.